Der Presse fällt zu Helge Schneider auch nichts ein. Aber eins ist wichtig, der Mann ändert permanent sein Gesicht. Man weiß überhaupt nicht, wie man ihn vorstellen soll. Man weiß nicht mal, wie man seinen Humor genau beschreiben soll. Und er ist nicht nur Schauspieler, er ist Komiker, Unkomiker, Regisseur, Autor, Schauspieler, Produzent. Was habe ich vergessen? Nochmal Schauspieler vielleicht? Jazzmusiker. Hier ist Helge Schneider. Also wenn man Helge Schneider vor der Sendung sagt, wir sitzen hier, dann geht er zwangsläufig dahin, wo Heidi Kabel die Eier zurückgelassen hat, oder? Kriege ich einen Schluck? Ja, ne? Nur zu, hat Herr Lemke nicht drauf getrunken. Mm. Aus weißem Porzellan ist mein Gesicht, doch was dahinter steckt, interessiert sowieso keinen Menschen, haben Sie gesagt. Kein Mensch, genau. Das ist ebenso wenig verstanden worden wie von FAZ bis Bild-Zeitung, dass der Titel Katzeklo heißt und nicht Katzenklo. Ja, ne? Genau. Gut, beides ein Druckfehler gestellt. Von mir. Ach, da sehe ich mich. Entschuldigung. Ja, gucken Sie nur. Im Fernsehen. Sind Sie das? Boah, bin ich blass. Aber die Haare sitzen gut. Ja. Interessieren Sie sich dafür? Interessieren Sie sich dafür zu sagen, was wirklich dahinter ist? Wohinter? Hinter diesem wunderbaren weißen Porzellan Ihrer Haut. Ich interessiere mich da nicht für. Ich interessiere mich schon dafür, aber ich sage es nicht. Weil es soll zum Nachdenken anregen. Wenn ich sowas sage, wenn ich zum Beispiel sage, ja, wenn ich sage, aus weißem Porzellan ist mein Gesicht, dann soll das auch natürlich irgendwie die Menschen animieren, nachzudenken, habe ich aber schon gesagt. Ja. Und wenige Menschen kommen Ihnen so nah wie ich, die sagen können, es stimmt sogar. Richtig. Das ist ja Leitungswasser. Herr Schneider, man weiß bei Ihnen nie, ob man sich der Person nähert oder ob man sich dem... Ah, Sie haben sich das Leben gemacht. Man muss sich ja immer pudern, weil man... sonst im Fernsehen nicht sieht, glaube ich. Ich bin jetzt schon 50 Minuten ungepudert. Ach so. Mhm. Ah. Man weiß bei Ihnen nie, ob Sie, ob man Sie als Mensch oder als Person oder als Phänomen betrachten soll. Genau. Das ist richtig, ne? Ja, weiß ich nicht. Also ich betrachte mich ja selber überhaupt nicht als Mensch oder als Person oder als, was war das andere Wort? Phänomen. Ich betrachte mich ja eigentlich gar nicht selber so, sondern ich gucke aus mir raus. Ich gucke oft woanders hin. Aber wenn Sie sehen, welche Reaktionen Sie erzeugen, dann können Sie sagen, auf der einen Seite gibt es Leute, die sagen, wie Götz-George, das ist der Untergang und hat auch zu tun mit der Blödheit des deutschen Publikums. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die verehren Sie, aber man hat das Gefühl, vielleicht teilweise mit falschen Argumenten. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass Sie bisher zwar berühmt sind, aber komplett unverstanden. Möglich. mich interessiert das schon, ja, was die Leute so denken und auch schreiben und fühlen. Aber mir ist eigentlich doch ganz wichtig, das, was ich mache, das ist dann das, was ich mache. Das muss mir Spaß machen, da muss ich hinterstehen und was die Leute denken, ist mir eigentlich egal. Da gibt es ja welche, die sagen, ich wäre irgendwie, das und das macht er gut und das macht er schlecht. Oder das und das macht er schlecht und das macht er gut. Das habe ich jetzt nie erwartet. Ja, und das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Also wenn Sie bei Gottschalk auf der Couch sitzen, dann nimmt er ein Buch und schlägt ihn mehrfach auf den Hinterkopf während der Sendung und behandelt sie wie jemand, der komplett blödsinnig ist, dass man einen Blödsinnigen so nie behandeln würde. Richtig, richtig. Also, das hat er falsch gemacht. Ja, aber keiner ist unfehlbar. Er hat wahrscheinlich gedacht, ach, dem hau ich mal mit seinem eigenen Buch
oder war es ein anderes Buch, weiß ich nicht. War ihrs. War sogar noch mein eigenes Buch, was ich selbst geschrieben habe, unter Aufwand von Stunden. Und dann hat er gedacht, jetzt haue ich dem das auf den Kopf. Vielleicht ist das irgendwie lustig oder aber ich drücke damit aus. Wenn man jemanden zum Beispiel sein eigenes Buch über den Kopf haut, drückt man ja damit aus. Dieser jemand ist praktisch nicht jemand, dem man sich nicht trauen würde, ein Buch über den Kopf zu schlagen. Darf ich einen Augenblick drüber nachdenken? Bitte. Nehmen wir eine andere Publikumsreaktion. Wenn Sie auf der Bühne stehen und sagen zum Publikum, ich komme gleich runter, euch berühren. Wie ist die Reaktion denn dann? Gut. Ja, das mache ich oft bei meinen Konzerten oder früher habe ich es öfter gemacht. Da habe ich noch mehr, ich muss ja unheimlich viel bringen, so bei so Konzerten. Und dann schwitzt man unheimlich. Und wenn man dann sagt, ich komme jetzt runter, euch berühren, dann kriegen die Angst. Und Angst ist was Sie ganz gerne erzeugen, oder? Jein. Jein ist übrigens eines meiner Lieblingsausdrücke. Nee, ich erzeuge natürlich nicht gerne Angst, das ist ja Quatsch. Ich möchte gerne, dass etwas eigentlich normal ist, also dass man nicht immer denkt, zum Beispiel jetzt hier da der Star oder so, sondern deshalb komme ich zum Beispiel gerne runter zum Publikum und berühre, damit die Leute denken, aha, der ist ja ganz normal, da gehe ich nicht mehr hin. Gehen Sie mal. Wollen wir uns mal zur kleinen Auflockerung des flüssig laufenden Gesprächs einen kleinen Ausschnitt aus Ihrem neuesten Film 00 Schneider ansehen? Ja, das hat die Produktionsfirma ja wohl so gewollt, also von mir aus bitteschön. Und sonst aber auch gar kein Problem, ne? Nö. Zu Hause? Auch nicht. Ach. Geht gut aus. Die Arbeit geht ja vor. Nee, ich hab nichts gesagt. Nein. Ach so. Wieso, ach so? Schönes Modell für unsere Konversation, ne? Ja. Als Sie zuerst gemerkt haben, die Leute lachen über Sie, war da was Unfreiwilliges in Ihrer Komik? Nee, ich glaube nicht. Wann? Heute oder? Nee, überhaupt. Als Sie anfingen zu entdecken, die Leute lachen über Sie. Nee, eigentlich nicht. Ich habe es immer darauf angelegt. Aber ich habe auch immer sowas gemacht, wo ich selber drüber lache. Das ist, glaube ich, das Geheimnis meines Erfolgs. Das Geheimnis Ihres Erfolgs kann auch sein, dass die Leute Sie angucken und sagen, was geht in dessen Kopf vor? Mhm. Ist der zum Beispiel wirklich so langsam, wie er geht und spricht, oder ist er eigentlich schneller? Ich bin eigentlich unheimlich schnell. Mhm. Aber ich habe so ein bisschen Kreislaufstörung. Das ist so heiß hier, das ist ja unglaublich heiß hier im Studio. Sie wurden in Mülheim geboren, Sie wohnen immer noch in Mülheim. Also Mülheim als Schicksal, können Sie das, den Charakter der Stadt Mülheim beschreiben? Ja. Du hast ja schon gesagt, dass ich in Mülheim geboren bin. Also in Mülheim habe ich laufen gelernt. In der Fußgängerzone? Nein, nicht in der Fußgängerzone, das gab es damals noch nicht. Ich bin dann, habe mich, sagen wir mal, kontinuierlich immer weiter vom Haus, in dem ich aufgewachsen bin, entfernt und habe so die ganze Stadt kennengelernt, zu Fuß. Und ich komme da, ich will da nicht mehr weg, das ist so schön da. Also wollen wir mal so sagen, so schön ist das auch nicht, aber woanders ist es auch nicht so schön. Ne, hier zum Beispiel in Hamburg. Hamburg. Mhm. Ist schön, aber auch nicht. Also je nachdem, wie man sich vielleicht, heute war es schön Wetter. Aber gibt es auch eine Fußgängerzone und auch ein Edusho? Hier? Mhm. Ich bin einmal in der Fußgängerzone gewesen, sonst bin ich immer nur auf der Reeperbahn. Sündigen? Ne, ich gehe so tagsüber gerne spazieren zwischen den Hundehaufen lang. Oder ich gucke so Richtung See und dann bin ich aber zu faul, dahin zu laufen, zum Wasser. Also ich gehe ganz gerne ans Wasser, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich bin total faul. Und dann gehe ich wieder ins Hotel. Da sitze ich da und da ich jetzt nicht mehr Fernsehen gucke, also ich habe aufgehört zu rauchen vor 2 Jahren fast und ich gucke überhaupt kein Fernsehen mehr. Deshalb, ich wusste auch gar nicht hier, wie die Sendung heißt. Und ich hatte dich auch vorher noch nie gesehen, wir haben uns praktisch heute kennengelernt. Und ich muss sagen, das ist ein Riesenapplaus wert.
Gehen wir noch tiefer in die Biografie rein. Mit 13 hast du angefangen, Haschisch zu rauchen. Ja. Hat das den Charakter entscheidend verändert? Das weiß ich nicht. Muss ich nicht sagen. Ich habe da ganz viel Pickel gekriegt von. Und deshalb möchte ich da auch von abraten. Es war für mich natürlich eine Zeit, das war auch eine andere Zeit damals. Damals war das so in, sage ich jetzt mal. Und ich habe sehr viel Haschisch geraucht immer und war dadurch aber sehr viel immer einsam abgetrennt von den Leuten, die nicht Haschisch rauchten. Und die Leute, mit denen man Haschisch rauchte, waren ja auch jeder für sich unter einer Glocke. Ja, und dann habe ich 10 Jahre Haschisch geraucht. Und vor einem Jahr, als wir auf Tournee waren, da habe ich zufälligerweise wieder Hasch gerochen aus irgendeinem Zimmer von irgendwelchen Leuten, die da beschäftigt waren in der Stadthalle, wo wir gerade spielten. Und da habe ich zufällig, aus Versehen, bekam ich den Geruch wieder in die Nase und hatte den ganzen Abend, das ganze Konzert, eine ganz hohe Fistelstimme. Komisch, ne? Aber sagen wir mal, das war das letzte Erlebnis mit Hasch. Was war das? Ich lehne es ab. Du wolltest mal Tierpfleger werden? Ja, auch gerne. Warum ist daraus nichts geworden? Ich hatte Angst. Vor was? Ich hatte eine Anstellung im Tierpark schon angestrebt und ich war auch genommen worden, was nicht einfach ist. Man muss natürlich irgendwie auch den Leuten beweisen, dass man eine Beziehung hat zu Tieren. Und beim ersten Arbeitstag habe ich mich nicht hingetraut. Ich hatte Angst, in so einen Käfig zu müssen und vielleicht Bären die Nägel schneiden oder so. Und, wie wäre es mit dem Vogelhaus gewesen? Ne? Bitte? Vogelhaus? Ja, guck mal, selbst so ein kleiner Kolibri, wenn der kommt und der will, sagen wir mal, dir irgendwie ins Ohr hacken, dann tut er das. Schade, ich hätte die Biografie gerne noch vertieft, aber ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, ist, du bist ein ganz ernstzunehmender Jazzmusiker. Ja, zu Hause zum Beispiel spiel ich ganz viel Klavier. Aber es gibt eine Jazzplatte von dir, die... Auch, ja. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Improvisieren auf dem Instrument und dem Improvisieren auf der Bühne? Ja, für mich ist das dasselbe. Also das hört sich jetzt natürlich ein bisschen blöd an, aber es ist so, wie ich es gesagt habe. Dann wäre das Beste, was du machen könntest, für uns auf dem Klavier zu improvisieren. Ja? 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 Ach, habt ihr ein Klavier hier? Ja. Ja, meine Damen und Herren, das war's in dieser Woche für Willemsens Woche. Bitte bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Es geht hier weiter mit Helge Schneider, der ab jetzt das Programm übernimmt. Ich verabschiede mich an der Stelle. Tschüss. Können noch was singen vielleicht, ne? Ein neues Lied, ich will mal in Englisch, einmal ein Lied in Englisch machen. Ich habe schon mal ein Lied in Englisch gemacht. Ein neues Lied, ich stelle mir damit vor, mit diesem Lied. Im August gehen wir wieder auf Tournee und da singe ich das Lied. Und bis dahin ist es fertig. Ich spiele es heute zum ersten Mal öffentlich. Es ist noch ganz frisch. I saw you laying in a corner with nothing on except a slip. Oh baby, I think we're gonna fuck tonight. Gonna fuck tonight. Baby, baby. Nicht den Abspann senden. Instrumental ein bisschen.
wo man sich